Nimm das! Ha! Vorsicht, Feuer! War das alles? Jetzt reicht's! Oh! Ah! Ja! Das kann doch nicht wahr sein! Ich bin gerade noch beim Aufwärmen. Suchst du mich? Bist du blind? Oh, sollte das wehtun? Ha! Nachschlag gefällig? Mann, bin ich in Fahrt! Ja! Oh. Aus welchem Loch kommen da immer diese Gestalten gekrochen, Mann? Tot? Tod ist gut. Und ich weiß auch schon den richtigen. Nur der tiefste Kerker der Unterwelt. Diesmal rufe ich den Schlimmsten der Schlimmsten auf den Plan. Kommen wir zum Thema. Ich mache dir folgenden Vorschlag, Sünder. Du kommst aus dem Kittchen raus, einfach so, und bist frei wie ein Galgenvogel. Wenn du mir einen Gefallen tust, besiege Herkules in der Arena, mach ihn kalt! Du bist gefeiert! Ihr schon wieder? Ganz recht, aber so ist es nun mal. In der Unterwelt haben Helden nichts zu melden. Liegt am Klima hier. Was war das? Ihr wollt schon gehen? In der Unterwelt mache ich die Ansagen, du Kind mit Ohren. Ich bestimme die Regeln. Cerberus, los! Wie war das? Das Schlüsselschwert des Bengels öffnet jedes Schloss? Hab ich dir schon von der infernalischen Arena hier in der Unterwelt erzählt? Im Vergleich dazu ist die da oben der reinste Kinderspielplatz. Das Problem, Zeus hat sie versiegelt. Bingo, wir klauen den Universalschlüssel des Bengels und eröffnen die Unterweltarena wieder. Ich glaube, da muss eine Frau her. Was ist los, du Superheld? Wetterfühlig geworden? Ich dachte, in der Stellenanzeige stand, körperliche Fitness ist ein Muss. Du weißt, was ich meine. Ich bin eigentlich hier, um dir spannende Kunde zu bringen. Wie es aussieht, hat sich deine kleine Megaperle in die Unterwelt verlaufen. Ja, vielleicht. Aber halten wir uns nicht mit Details auf. Aber du kannst ja jetzt nicht gehen. Schon vergessen? Dir steht heute ein wichtiger Kampf bevor gegen die... Die grässliche Hydra! Ob sie nicht blutrünstig durch die Straßen zieht, wenn du nicht da bist. Was seid ihr doch für Erbsenzähler? Tja, kann ja nicht jeder ein Held sein. Ach, also das nenne ich einen Schlüssel. Kinder, danke für eure Hilfe. Und schönen Todestag noch. Heute ist wirklich ein höllisch guter Tag. Diesmal geht die Wundertüte unter, ohne Wenn und Aber. Ganz recht, du Jammerlappen. Wie kannst du nur an einem Tag wie heute den Trauerkloß mimen? Du wirst die Tribünen der Unterweltarena füllen. Schließlich geben sich deine Fans nur mit einem Helden in Bestform zufrieden. Aber falls du schwächelst, kannst du ja immer noch spektakulär verlieren. Das tut's auch. Willst du mir was unterstellen? Also ich bin nicht so ein Egoist von Gott wie die ganzen Snobs da oben im Olymp. Ich vertrete das Volk und habe eine volksnahe Idee der zündenden Art. Verehrte Damen, ehrenwerte Herren, aufgepasst! Ich, der Herr der Unterwelt, Hades, ich weiß, was Sie wollen, Tod und Spiele. Ich bringe Ihnen die ultimativen Spiele zur Feier der Wiedereröffnung der Unterweltarena. Wir beantworten endlich die brennende Frage, wer der größte Held unserer Zeit ist. Lorbeeren von gestern zählen nicht. Ein Held der Gegenwart muss her. Seine Geburtsstunde sind diese Spiele, die ich taufe auf den Namen Hades Cup. Ich versichere Ihnen, dass auch unser aller Held Herkules dabei sein wird, denn sonst siehst du deine Freunde niemals wieder. Danke für die Blumen, Kleiner. Gut, und jetzt nochmal, sag, was du verbrochen hast, Gefangener. Ja, gut, sehr gut. Du hast also einen kapitalen Fehler begangen, du existierst. Aber hey, ich bin die Güte in Person. Wenn du dich an unsere Abmachung hältst, bin ich bereit, über deine Verfehlungen hinwegzusehen. Und den Jungen mit dem Wanderzug. Was denn? Etwa schon vergessen, wer hier das Sagen hat? Herkules und die anderen drei. Verstanden? Meister Hades. Gut. Jetzt geh. Jetzt erzähl mir nicht, dass ihr gehen wollt. Ihr habt einen Kampf vor euch. Tust du das?
Glückwunsch, wir sind im Geschäft. Unter einer Bedingung, der Schlüsselschwertträger und seine tierisch guten Freunde müssen sich dem Sieger in einem letzten Kampf stellen, klar? Hoffentlich, ich versprach der Menge das größte Spektakel ihres Nachlebens. Einfallspinsel, mein Plan war schon gut, aber das ist noch besser. Also das nenne ich mal Unterhaltung. Mach schon, erledige ihn! Diese miesen, kleinen... Gefangene! Was ist mit unserer Abmachung? Ich kann dir Absolution erteilen, aber du musst schon kooperieren. Schluss! Aus! Jetzt weht ein anderer Wind. Ich wollte mich an gängige Regeln halten. Gut, ich geb's zu. Sicher wollte ich, dass unser Superheld verliert, aber ich habe mir alle Mühe gegeben, dass es auf einen fairen Kampf in der Arena hinausläuft. Lacht nur, lacht, lacht euch ruhig tot. Dann hat sich's nämlich ausgelacht. Und warum? Weil jetzt hier nach meinen Regeln gespielt wird. Ich hab dich doch zu Beginn gewarnt, wenn du nicht mitmachst, verlierst du die Kleine. Offenbar ist der Wunderknabe aus der Wertung rausgefallen. Oh ja, na, da brenn ich schon drauf. Aber du, was gibt's denn da zu lachen, ihr Schwachköpfe? Ihr wagt es bereits, ein Happy End zu feiern, ihr freches Pack. Glaubt nicht, ihr habt gewonnen.